Hast du die Kooperation mit Nimtu von denen mitbekommen? Ja. Die war geil, oder? Diese klassische Hose mit dem Leder drinnen. Genau, das war die. Echt krasse Sache. Ja. Servus Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, wir haben heute was ganz Besonderes vor. Heute ist ein besonderer Tag für die Wiener Fashion-Szene, denn heute droppt ein ganz besonderer Schuh, nämlich der Yeezy Static. Sehr, sehr schön, wie man hier erkennen kann. Für mich der schönste V2 in der letzten Zeit. Ich habe zwar gesagt, ich kaufe mir keinen mehr, aber der große Vorteil war, ich habe den gratis bekommen. Somit habe ich mein Versprechen natürlich nicht gebrochen. Was haben wir heute vor? Wir wissen natürlich ganz genau, wenn Yeezys gedroppt werden, dann sind natürlich auch einige Hypebeasts unterwegs und wir werden heute ein paar von ihnen interviewen und sie nach Meinungen zu verschiedenen Marken fragen. Das Ding ist, ich werde aber nicht nach ganz normalen Marken fragen, sondern... Okay, ich erkläre euch jetzt da nochmal genau, was wir vorhaben. Nicht, dass die Leute checken, was wir da heute filmen. Wir versuchen heute Hypebeasts zu finden und sie nach der Meinung zu verschiedenen Marken zu fragen. Ich frage aber nicht nach ganz normalen Marken, sondern ich werde immer wieder verschiedene Marken drunter mischen, wie zum Beispiel Kinderschokolade, Chibo, Crane, Identic, was ja irgend so eine Kick-Eigenproduktion ist und viele verschiedenste Marken. Werde ich so ein bisschen Englisch aussprechen und hinten dran dann noch Wörter wie Apparel, Streetwear oder Club dranhängen, damit das Ganze nicht so auffällig ist. Und dann werden wir sehen, ob die Leute sich anmerken lassen, dass sie diese Marken überhaupt nicht kennen oder einfach draufbleiben und sagen, ja, auf jeden Fall eine richtig stabile Marke. Das wird sich heute zeigen. Los geht's. Okay, Freunde, wir haben schon die ersten jungen Flexer hier im Steffen gefunden. Hallo, grüß dich, alles gut? Ja. Ihr wart auch schon ein bisschen was koppen, gell? Ja, ja. Okay, was habt ihr euch geholt? Die Nike Stone Island. Wo hast du die geholt? Von einem Reseller. Ich sehe, du hast die Supreme Vans an. Ja, ja. Mit Supreme Shirt. Also ihr seid schon kleine Hypebeasts, oder? Ja, meine Eltern feiern es nicht so. Ich find's cool, ich interessiere mich für Mode. Okay, cool. Ja. Was sind so eure Lieblingsmarken? Ja, also ich habe mich mal sehr für Supreme interessiert, aber ich finde mittlerweile die Fahrschein einfach komplett. Okay, ja. Und Also ja, mehr so Newcomer-Marken wie Chibo Club zum Beispiel. Hallo, lieber. Okay, was sind sonst noch Marken, die ihr so feiert? Ja, also ganz cool. Obwohl ich jetzt auch. Okay. Ja, Stone Island finde ich auch ganz cool, aber... Ja, Stone Island ist so ein bisschen... ist auch so ein bisschen wie Nimtu, finde ich. Weil ja, Nimtu ist auch schon, gell? Von der Art her. Stone Island, Nimtu ist so die gleiche Range, würde ich sagen. Also auf jeden Fall richtig nice Marke. Okay, liebe Freunde, wir haben das nächste Hypebeast am Start. Was hast du da Cooles an heute? Ist das eine Discord-Hose oder schaut das nur so aus? Es schaut nur so aus. Okay. Ist von Imperial. Okay, aber Imperial. Von Discord an. Imperial ist nice. Das ist so ein bisschen wie Chibo Club, gell? Ja. Oder Art, so eine Art, ja. Feierst du Chibo? Findest du Leiman, die Marke? Nicht so. Nicht so deins. Okay, was ist da so? Was hast du da noch geschaut? Das ist ein Kors. Ich sehe es am Straßenpulli. Ah, nice. Hat der hinten noch einen Druck? Nein, leider. Also, okay. Halt die zwei von der Sesamstraße. Ist also auch so ein bisschen eher schlicht so in Richtung Identic. Okay? Ja. Ja, da ist jemand modebegeistert. Man sieht hier natürlich die Balenciaga. Dann habe ich, glaube ich, LFDY gesehen, die Jogginghose. Und natürlich auch, das ist natürlich eine Geschmackssache, Ed Hardy 2.0, Philipp Lein, oder? Ja, so ein bisschen. Muss man mögen. Ja. Und die klassische Icon Cap. Also quasi eigentlich schon der Hypebeast-Stempel schlechthin geworden, oder? Eigentlich schon. Würdest du dich selber so ein bisschen als Hypebeast beschreiben? Ich würde schon sagen, ja. Das Ding ist einfach, wenn du diese Sachen einfach immer wieder kontinuierlich siehst, du siehst sie bei YouTubern, du siehst sie bei Instagrammern, am Anfang denkst du dir so, nee, aber wenn du die immer wieder und immer wieder siehst, dann denkst du irgendwann... Gerade so bei Marken, die man am Anfang nicht so feiert, wie zum Beispiel Median Apparel, hype der jetzt auch ganz krass. Ja. Das ist auch, was ist so deine Lieblingsmarke, was feierst du momentan am liebsten? Ich muss schon sagen, ich feiere The Faster Young am meisten. Ich glaube, ich habe zu Hause mehr Sachen von LFDY hängen als sie selber im Laden teilweise. Auch weil das Preis-Leistungs-Verhältnis ist noch ein bisschen was anderes als bei Off-White Discord, wo du die ab und zu mal was holst. Ne? Aber richtig. Vor allem LFDY ist ja für mich so ein bisschen die preiswertere Version zu Kinderjob Club zum Beispiel. Das siehst du auch so, oder? Ja, also Balenciaga feierst du schuhtechnisch am meisten, oder? Balenciaga und Vanottis, weil ich finde, diese Schuhe haben so, die haben eine gewisse Klasse, aber sind trotzdem einfach sportlich. Die kannst du anziehen, wenn du einfach so rausgehst, aber du kannst sie auch einfach zum Feiern kaufen. Das ist halt das Geile bei denen. Das stimmt, weil die relativ, man kann sie relativ schnell wieder sauber bekommen vom Material her. Auch für mich so ein bisschen, ja, fast schon Heupel-Footwear, so in die Richtung vom Leder, oder? Ja, schon. Kann man schon sagen, ja, oder? Ja, schon. So Leute, wir sind jetzt auf der Straße unterwegs, haben das nächste Hypebeast gefunden. Ich sehe schon, du hast die Yeezy Butter am Start.
deine Farbe? Ja, schon. Also leicht kombinierbar. Also ich trage eigentlich nicht so kompliziertere Farben. Okay. Also ein paar Jeans, normale Jeansfarbe, komme ich damit eigentlich ganz gut klar. Okay, ja, na, Butter zu kombinieren ist für mich ein bisschen immer schwierig, deswegen nicht so meine Farbe. Auch das Mona Lisa Shirt, ganz nice. Wo hast du dir das geholt? Das habe ich vom Farbwerk geholt. Okay. War ein bisschen reduziert, aber nicht ganz so viel. Ja. Also ein halbes, so, glaube ich, ein Jahr oder zwei Jahre habe ich schon. Und ja, habe ich für 250 geholt. War damals für Farbwerk 300. Ich habe es billiger bekommen, hab's mir gekauft. Okay, und die Squared Cap muss natürlich auch am Start sein, oder? Ja, natürlich. Pflichtlektüre. Ist auch neu, ja. Okay, ja, was hältst du so von Chaibo? Die gehen ja auch in die Richtung D-Squared, machen auch ganz coole Hosen, finde ich. Chaibo Apparel. Hast du selbst eine Hose von Chaibo? Ich kenne die Marke eigentlich jetzt nicht. Okay, okay, Chaibo ist nicht deins. Nein. Okay, und die Jacke, was hast du dir da geholt? Wellestein. Okay, Wellestein. Habe ich mir für 260 Euro geholt. Also die gibt es im gleichen Kaufhaus wie Nimm2, die machen ähnliche Jacken. Oh, ja, die habe ich von Big Loppenburg geholt. Ja, ja, Nimm2 feierst du selber auch schon, oder? Ja. Nimm2 ist auf jeden Fall nice, kann man sich auf jeden Fall koppen. Und ich finde auch, richtig nice Sachen macht Häupl Club. Also Häupl Club, eine österreichische Marke, die hat voll. Ja. Richtig cool, finde ich. Geht auf alle Fälle nicht schlecht. Und die haben auch erst vor kurzem eine Kooperation gehabt mit Kinderjob Club. Das hast du mitbekommen, oder? Das habe ich mitbekommen, ja. Also ich habe schon ein bisschen gefeiert. Aber feierst du Kinderjob Club? Ja. Die machen coole Sachen. Okay, ich habe mir schon fast gedacht, er macht nicht mehr mit. Er hat bei meinen ersten Marken so gesagt, nein, kenne ich gar nicht. Dann habe ich gedacht, das wird ein schwieriger Fall. Aber Kinderjob Club, nimm zu, bei solchen Marken kann man einfach nicht widerstehen. Und wenn es um Häupl Club geht, dann kann man sowieso nicht nein sagen. Schauen wir, wen wir noch finden. Maximilian Army am Start, oder? Alles Leon bei euch? Cool. Wir machen gerade ein Interview. Ah, du holst dir jetzt einen neuen Isen. Wahrscheinlich Balenciaga Speed Trainer. Balenciaga Speed Trainer. Die gleichen, was du hast. Ja, wirklich? Ja, die sind mega cool. Wobei die neuen Medion noch geiler sind, findest du nicht? Ja, aber die stehen mir nicht so. Die stehen ja nicht. Die Medion passen dir nicht so? Also ich trage zum Beispiel ab und zu Half. Mhm. Half ist nice, Skate-Marke, ja. Ja, ich habe auch einen Off-White-Pulli, aber der ist halt ein bisschen auffälliger. Ja. So. Und sonst trage ich eigentlich nur so schlichte Sachen. Schlichte Sachen, so wie Identic. Ja. Identic ist cool, oder? Ja. Kann man auf jeden Fall tragen. Ja. Gut, ich muss kurz noch was nachschauen. Das Ding ist, wir sind gerade mit der U-Bahn hergefahren und wir sagen, stell dir vor, wir treffen jetzt hier Maximilian. Habt ihr das mitgekriegt, die Kooperation von Nike mit McFlurry Apparel? Mhm. Feiert sie nicht so? McFlurry muss man halt mögen, gell? Ja, es ist so. Es ist eigentlich auch so genau dasselbe, so bei, also irgendwie gefallen mir die Sachen nicht so. Von McFlurry? Ja. Ja. Aber es ist genau dasselbe, zum Beispiel wie bei Philipp Plein, manche mögen es, ja, manche stimmt. Nicht. Ja. Wobei man echt sagen muss, bei McFlurry ist es halt einfach eine Geschmackssache. Finde ich halt einfach, oder? Ja, schon. Voll. Manche mögen halt mehr die Shock Cream und manche mögen mehr das Vanilla-Modell. Mhm. Ist jeder, wie er mag. Und die Toppings, die kann man sich auch selber aussuchen. Okay. Ich sage ja der Richard. Ja, wie du sagst. Findest du bei einem McFlurry Jog besser oder Cream? Cream. Cream auf jeden Fall, gell? Ja, ich finde auch Cream White. Geht einfach immer basic, passt überall dazu. Ja. Gut, Freunde, wir haben das nächste Hypebeast am Start. Richtig nices Outfit, meiner Meinung nach. Also wir haben hier Balenciaga. All black everything, hier mit roten Akzenten. Richtig nice, auch mit dem Louis V Schal. Und der Off-White-Jacke ist das, glaube ich. Richtig nice. Hier steht dann nochmal Down-Jacket und wir haben noch so ein etwas vom Industrial Belt. Also für mich ein nices Outfit. Cargo-Pants, von welcher Marke? Zara. Kann man sich gönnen, ich finde die nice. Cool. Was hast du bezahlt? 40 Euro? Ja, sowas. Sowas. Ja. Und die Schuhe? Sind Louboutins. Louboutins. Mit der roten Sohle, oder? Ja. Ah, da haben wir natürlich wieder die roten Akzente. Also kann man sagen, ein richtig stabiles Outfit. Wenn du so auf All Black stehst, dann ist so eins von deinen Favorite Marken vermutlich auch Identic, oder? Weil mit Identic kann man All Black mäßig nichts falsch machen. Eher weniger. Feierst du nicht so? Nein, nicht meins. Okay. Also wirklich die teuren Sachen sind so deins? Auch. Also wenn ich meine Basics habe, kaufe ich meistens bei Zara. Ja. Aber so meine Lieblingsmarken sind Amiri und Givenchy. Okay, okay. Also, und Chaibo Club, wenn du schon so teuer einkaufst, feierst du auch? Weniger. Nicht weniger. So dein Style? Ja, diese alten klassischen Marken eher. Ah, die alten klassischen Marken. Ja. Okay. Also Newcomer. Gut, wenn du sagst alte klassische Marken, dann bist du so auch im Bereich Medium Apparel unterwegs oder ist dir das schon wieder zu abgespaced? Zu abgespaced. Zu abgespaced. Nein, ich finde Amiri ist auch ganz neu und feier ich.
Extrem. Amire, ja. Wirklich. Ist lässig. Hast du die Kooperation mit Nim2 von denen mitbekommen? Ja. Die war geil, oder? Diese klassische Hose mit dem Leder drinnen. Genau, genau, das war die. Echt krasse Sache. Ja, finde ich auch richtig nice. Alles Gute, viel Spaß noch beim Shoppen. Danke. Tschüss, Servus. Ja, ja, mach mal ein Foto an. Also Leute, als das anfangs begonnen hat, war ich mir nicht sicher, ob das Ganze so gut aufgeht, weil es sind halt doch auffällige Marken dabei, wie Häupl Club, unser Bürgermeister aus Wien. Man bringt den Spritzwein. Unser Ex-Bürgermeister aus Wien. Ich habe es gut hineinschummeln können, das Ganze hat sehr, sehr gut funktioniert. Dementsprechend, wenn es euch auch gefallen hat und ihr lachen musstet, dann lasst auf alle Fälle ein Like da. Schreibt mir auch unbedingt in die Kommentare, wenn ich das nochmal machen soll. Ich glaube, allzu oft kann ich das nicht bringen, weil schon langsam checken die Leute dann, um was geht. Aber ein, zwei Mal kann man das auf alle Fälle noch bringen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, liebe Freunde. Wie gesagt, Like auf jeden Fall da lassen, abonnieren nicht vergessen. Und ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Maximilian.